Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Diesmal mit, nicht nur mit Franzi und Jesse, sondern auch mit... Headbreaker 321. Yay! Yeah! Chris! Hallo! Spannende Scheiße, ich glaub's nicht. So sagt man nicht. Genau. Jetzt dürft ihr ihn, darauf, ja, anprangern. Du kannst ja gern Beep dahinter setzen, mir auch egal. Okay. Franzi, der Typ, der dieser Pogo-Zombie, springt er über die Hochfallnüsse rüber, oder? Er springt über alles drüber, aber ich weiß nicht. Disco, Pogo! Aber ich glaube, die Hochfallnüsse glaubt nicht. Sicher oder glaubst du? Es ist so zwischen sicher und glaub ich. Also aber eher im Bereich von sicher. Okay, dann nehme ich die mit. Auch wenn ich lieber mit der gemacht hätte, aber naja. Warte, ich könnte auch das hier machen. Dass wenn er drüber springt. Der springt halt über alles drüber, glaub, außer die Hochfallnuss. Atompilz. Nee, den habe ich nie benutzt. Oh. Doch, den hast du, du hast ihn mal benutzt. Ach, der musste ich den aber benutzen. Da hatte ich keine andere Wahl. Der macht so schön kaputt. Ja, komm, mach den noch einmal rein, dann ist das doch glücklich. Ja, weil das sich wie ein Schnitzel. Was nehme ich denn jetzt stattdessen raus? Thomas. Was nehme ich jetzt raus stattdessen? Oh, wenn ich sterbe, ist das deine Schuld, Chris, okay? Mir doch egal. Ach, egal, ich flieg los. Ich kann das Ding eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, ist das Problem. Doch, mit denen kannst du üben. Ich habe was falsch gemacht, neu starten. Ich habe auch das wäre ein zu fataler Fehler gewesen. Ich habe aus Versehen den hier statt den hier genommen. Ist es ruhig? Wer ist ruhig? Christoph. Schlabbermäulchen, bist du noch da? Ja, klar bin ich noch da. Das ist schön. Das Ding würde ich eigentlich auch gern mal verwenden, aber... geht ja nicht. Dann muss ich mir erst einen neuen Samenplatz kaufen. Brains. Ich hab's doch kurz im Zombie. I want to eat your brain. No. No. I love your tricycle. We are beyond that. Ja, müsst schon weiter singen. Warum denn? Wenn die es angucken wollen, sollen die es nicht angucken. Geht entweder auf meinem Kanal oder auf Lonnys Kanal. Wir haben beide das Video oben, also das passt. Ja. Boah. Was ist eigentlich, wie ist bei dir eigentlich der Funke übergesprungen, dass du das machen willst? Ich habe mir das Lied 2-3 Mal angehört, dann ging es mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf und dann dachte ich nur, scheiße, bevor ich mich lieber jetzt umbringe, singe ich das Lied lieber. Ey, du hast die ganze Zeit gesagt, ja komm, nimm was auf hier, zum 5 Uhr morgens, ich glaube, ja. Ja, weil wir so lange nicht mehr ein Lied zusammen gesungen haben, ehrlich gesagt. Was wir auch mal hochstellen können. Da habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf. Er scheißt auf seine Würde, er nimmt's auf. Genau. Welche Würde, dein Spaß? Die habe ich schon lange verloren. Seit ich Let's Player bin, habe ich meine Würde verloren. Also. Oh je. Hey, jetzt sind wir, jetzt kann Jesse noch jemanden im Knast besuchen. Oh ja, klar. Besuche euch alle mal. Uns alle drei, weil wir Let's Player sind und wenn die Bild 3 irgendwas, keine Ahnung, eintritt, kommen wir alle ins Gefängnis. Die Bild kann mich am Arsch lecken. Dafür kommst du jetzt noch ein Jahr länger. Das ist mir sowas von egal. Aber wenn ich auch unter die Let's Player gehe, dann bin ich auch im Gefängnis. Wie soll ich euch dann besuchen? Außerdem ist es sowieso Quatsch, weil dieses Scheißgesetz sowieso nicht durchkommen wird. Ja. Weil die ganze Internet-Community, die schließt sich sowieso zusammen dafür. Also... Gemeinschaft! Los, als Player, vereinigt euch! In ein großes Imperium! Er ist recht, wenn Gronkh mitspricht. Oh ja. Ich hoffe es. Ja, ich denke schon, weil der macht es ja auch voll gern. Ja. Das macht ihm Spaß. Der verdient ja auch einen Teil seines Geldes damit. Merkst du was? Ja! Hm. Schnell, ja. Nein! Jonas! Ja! Jonas! Der Zombie frisst ja wie ein Schnitzel.
Was hast du gesagt? Ich hasse dich. Ich kann da jetzt erstmal nichts mehr hinbauen. Jetzt ist mein Pilz doch aber hier. Der ist schlecht, ja? Jetzt kann ich da nichts mehr hinbauen, du. Ja, dann muss halt bei uns warten, dann kann ich nachher wieder was hinbauen. Hättest du jetzt nicht die Pilz gehabt, ey. Da hätte er jetzt gestanden, Zombies haben dein Gehirn gegessen. Nein, da hätte ich noch nicht. Erst gibt einmal den Rasen mehr durch und dann mal nichts mehr. Ich hätte lieber eine Cherry Bomb genommen, damit ich dann zahle ich zwar 25 mehr, aber kann da hinten noch was hinbauen. Du kannst doch nachher doch immer noch was hinbauen. Lecker doch nicht. Ja, gut. Du musst halt einfach ein bisschen warten, dann kannst du was hinbauen. Ich kann immer nur mi. Ich hab dich doch lieb. Natschi Power. Aber am meisten hab ich Schatzi Pups lieb. Das freut mich doch. Muss nicht schneidisch sein. So. Sodele. So. Da kommt noch was ein... denn, Chris? Was? Ich sag nichts. Was denn? Doch. Redest du nicht so mit deinem Schatz? Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich dachte immer, du redest auch so mit deinem Schatzsee. Aber nicht in der Homo-Stimme, Junge. Was würde die machen, wenn du damit anfangen würdest? Keine Ahnung. Mach doch mal. Oh je. Yeah. Würde mit mir Schluss machen. Verkackt. Desto Bono, Dinger. Untergang. Untergang. So. Ich muss mir Nantis vorne hinsetzen. Hopp, ich merk schon. Was machst du da schon wieder? Ja, das Richtige. Ja. Oh. Ups. Fuck. Ich hab nicht mitgedacht. Ein Pupschen wird da auch nicht viel helfen. Wer weiß, wer kriegt den jetzt eigentlich noch? Müsste doch. Naja. Hoffen wir's. Ich muss hier halt oben. Oh, das war's schon? Das ist zwar sowas von nicht symmetrisch, aber. Egal. Dafür ist das Ding gut. Wie lange haben wir schon aufgenommen? Wir nehmen seit knapp 8 Minuten auf. Wollen wir dann noch ein zweites machen? Oh. Machen wir noch eine zweite, müssen wir uns beeilen. Das total Stier. Sag doch was. Chris, lebst du noch? Ich kann seine ganze Laune und seine Gedanken aus seinem Blick lesen. Ich kann ihn ja gerade nicht sehen. Warte, ich muss es gucken. Bin ich so wie ein einzelnes Buch, oder was? Ja. Ich hab bloß Angst, dass ich gleich mit dem Tisch wieder auf den Kopf knall, wenn ich alt bin. Das Spiel ist doch spannend. Spannend wie meine Oma. Also. Omas können auch spannend sein. Und wie? Ja, aber nicht meine. Nichts weiter durchdenken, nichts weiter durchdenken. Du sagst es ja auch noch. Okay. Ey, das ist so echt nicht wahr. Oh, mein Schatz hat mir geschrieben. Oh, wie süß. Das ging gerade. Lies vor. Ja, klar, als ob ich das jetzt hier im Internet vorsagen will. Ja. Bei dem Satz so spannend wie meine Oma kann ich. Tut mir leid. Ich bin 16 und pubertierend, ich darf das. Ich bin auch 17, also. Ich muss das Ding. Junge. Andere. Halt. Franzi? Ja? Ich hab was hältst du von meiner Taktik? Ich will den Magnetpilz nehmen, damit die Typen, die dann durchs Wasser mit den Helmen schwimmen, das wegkriegen. Dann brauche ich keine Seerose für keine stärkeren Geschütze, weil die Meerpilze das eigentlich alleine schaffen müssten. Ich höre nur Unkraut. Ja. Meinst du, das klappt oder? Ja, das klappt. Okay, dann ist gut. Muss ich die irgendwo da platzieren? Gut. Oh, das Ding, ist der Nebel noch weiter nach vorne gerückt? Nein.
Ich verstehe nur Gemüse. Gemüse, wir sind aber hier bei Pflanzen. Also ich glaube, irgendwas verstehst du gerade falsch. Mir doch egal. Mir aber nicht. Jetzt streitet euch nicht. Komm her aber. Nehmt euch ein Beispiel an mir und Schlabbermäulchen. Ich sag dazu jetzt nichts. Was zum Beispiel denn bitte? Ja, nicht, wir greifen uns gar nicht an. Ja. Jonas, hör auf zu reden, konzentriere dich lieber aufs Spiel, ich kommentiere das. Okay, dann sag dann was. Fangen wir an. Also, ja. Der Jonas, der hat jetzt hier zwei Sonnenblumen hingesetzt. Ja, hätte er ein bisschen weiter nach hinten setzen können. Ja, nein, muss er nicht. Ich hab die ganz bewusst ja, doch, nicht nach hinten. Muss er nicht. Der Nebel hier, der sieht schon ziemlich dicht aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da zumindest rauskommt oder nicht. Sollten ja, aber gleich. Schon. Der Jonas sollte sich mal ein bisschen Sonnenblumenpower sparen, hier die Sunpower, um zwei Laternen dahin zu pflanzen. Jetzt werde ich von meinem Schatzi angeschrieben. Einen Moment. So, ja, da hat er schon die erste Laterne hingesetzt mit hier vier kleinen Minikens. Ja, kleine vier lila Pilze, die schießen hier so Gift. Ja, es kommt nur noch Sport Versalen, dann passt. Hä? Es kommen Versalen? Habe ich das richtig gehört? Was Versalen? Ich habe verstanden. Versalen! Nee, ich habe ja. Nicht gesagt, es müsste nur das Wort Versalen kommen, dann passt. Achso, wir spielen League of Legends. Nicht bei League of Legends. Aber jetzt kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass das jetzt auch noch irgendwie kommt. Oh, da kommt der erste Zombie mit einem. Ja, der erste Zombie war schon längst da. Mit einer Pylone. Den habe ich nicht gesehen. Ja, da hat er gerade geschrieben. Mysteriös. Liebe. Nee, oh mein Gott, der Zombie, der frisst die Lampe schon mal auf. Jetzt hat der Jonas hier einen Magneten hingesetzt. Ich weiß zwar nicht wofür, aber egal. Du unterbrichst mich pausenlos. Da kann man gar nicht kommentieren. Grin. Mach du das, komm. Ich kündige. Doch. Ulle kann das besser. Das will nur gut spielen. Ich ohne, das ist mir egal. Ich brauch schnell 25. Jetzt mach! Ja, dann mach, ich bin jetzt ruhig. So. Ja. Da muss jetzt schnell das Ding hin. Aber Moment mal, wenn der Fliegentyp über dem Wasser kommt, dann habe ich ein Problem, Franzi. Wenn der Typ hier übers Wasser fliegt, dann habe ich ein Problem. Mhm. Merkst schon, ne? Voll. Franzi, bist du desinteressiert? Mhm. Nein, hast du irgendeinen Mund zugeklebt? Ich brauche deine Hilfe. Was passiert, wenn der Typ übers Wasser fliegt? Dann hast du verloren. Ich kann das nicht abnehmen. Christoph, kommentier, ich bin ruhig jetzt. Christoph! Nein! Dein Schatz schreibt ihm doch bestimmt. Nee, der PC nimmt ihn da rein. Nein! Wie kann man das tun, wenn man am PC sitzt? Wie kann man da. Jetzt komm, jetzt kommentier, ich halt meine Glocke. Kommentier, ich bin ruhig jetzt. Ja, jetzt geht es doch nicht mehr. Der ist mitten im Game drin. Was soll ich da noch kommentieren? Sag was! Ich laber jetzt einfach scheiße so, da hat er einen Kaktus hinten gesetzt. Ein Kaktus! Versteht er? Der ist kacke, so und. Jetzt da vorne noch eine Natti. Ne, zwei Nattis, die Nattis, das sind ja eigentlich gar keine Nattis, die sind, oder? Das sind Nattis. Ich wollte sagen. Oh, und hier kommt eine große Welle von Zombies jetzt an. Mal gucken, ob der Jonas die handeln kann hier ein bisschen. Da können wir mal gucken. Aber wie er seine Taktik sehr gut aufgebaut hat, da unten hier schon die zwei Sonnenblumen hingemacht. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Da kommt der erste Miraculosa hier, den muss er jetzt mal richtig weghauen. So. Aber jetzt mal richtig hier, die kleinen Pilze, die müssen mal ein bisschen mehr angreifen hier. Da geht doch. Ah, ne, es kann keine Pilze. Was ist denn das? Ich kann das nicht erkennen! Gib mir eine Lupe! Ich sehe das nicht! Ich sag gar nichts mehr irgendwie. Jetzt sehe ich hier, da ist noch ein Kaktus.
hinter den Sonnenblumen hat er noch eine Kaktus hingesetzt. Ein Kaktus? Eine Kaktus. Eine Pussy, so, Kaktussi. Wie viele Kakteen willst du eigentlich bauen? Kakteen willst du? Das ist so witzig. Nein, bin ich nicht. Oh, scheiße. Das hab ich nicht gesehen. Oh, und da hat der Hermann die Lampe. Da hat der Hermann die Lampe ausgemacht. Genau, jetzt kommt der Seppel. Der Seppel ist die Natti. Scheiße. Ist sowieso unwitzig, also. Doch, mach ruhig weiter. So kann ich, so muss ich weniger quatschen und kann mich besser konzentrieren. Mhm. Ich kenne aber die ganzen Fachbegriffe noch nicht mal. Dann frag, dann sag ich dir die. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt einfach ein bisschen Wasser. Doch, nein. Doch, nein, doch, nein. Meuterei? Meuterei. Wir sind hier in der Wüste, sind lauter Kakteen da. Oh nein. Nicht einschlafen, Christoph. Brains! So. Kannst du mir noch irgendwelche Tipps geben, Franzi? Bis jetzt nicht. Ich will jetzt versuchen, die kleinen Pilze durch die Kakteen auszutauschen. Oh. Ja, da habe ich jetzt Pech gehabt, da kann ich nichts machen. Wenn er dann noch ein zweites Mal kommt, dann habe ich wirklich, dann hätte ich nichts dagegen machen können. Dann hätte ich nur am Anfang anders planen müssen. Da habe ich jetzt Angst vor, dass das nicht klappt. So. Ja, das stimmt, das ist halt doof. Und was machst du gerade, Schlabbermäuschen? Oh, schau ich zu, weil ich dich toll finde. Fällt dir... Oh, sind wir echt so toll? Ja. Weil wir so schön sind... Nee, so... Ist das die letzte Welle? Weil wir so schön sind, so schlau, sind so schlank und grand. Wer wird Miss Malkiki? A shower to the left. A shower to the right. And don't forget the soap. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. And touch and push. And touch and push. And tower to the right. And tower to the right. And don't forget the Willy. Drive Willy to the beat. Jetzt ihr habt's voll drauf. Unser erstes Duett. Yeah, komm, das nimmt ihr mal auf hier. Das erste und das letzte. Yay, lass wirklich zusammen aufnehmen. Sieht doch gut aus. Nein. Nein. Ich finde, das sieht voll symmetrisch aus. Was meint ihr? Ja, hast Glück gehabt. Und ich hab's sogar mit geschafft. Mit deiner Symmetrie, du. Ich bin ein Mathe-Freak. Ich hatte bestimmt mit einem Lineal gemacht. Hier ist deine Mut. Das muss Franzi vorlesen. Warum lass doch mal Christoph machen? Ehrengast hier. Okay. Okay. Wenn ich's lesen kann. Warte mal. Aber in Zombie-Stimme. Ja, warte mal. Lass doch einfach stehen. Ja, Jonas. Oben. Ja, wie soll ich denn das jetzt lesen? Ich sehe Abenteuer wählen. Oder was es so heißt. Du musst mal nach oben die Kamera. Ja, stopp. Lass es so. Hallo, hier ist deine Mutter. Bitte. Was? Komm rüber. Rüber. Bitte komm rüber. Es gibt Nachbraten. Hackbraten. Mach die Haustür offen, um den Rasen ungeschützt. Herzlichst, Mutti. In Klammern nicht die Zombies. Ja, okay. Es ist echt scheiße mit deiner Kamera, ey. Jetzt habe ich von meiner Mutter Angst. Ich hatte ja schon vorher Angst, aber jetzt habe ich noch mehr Angst.
Oh je. Mami, warum tust du mir das an? Mami? Wo bist du, Mami? Chris, du bist jetzt meine Mami. Süß. Ab sofort nenne ich dich jetzt Mami. Oh, jetzt so, du kleiner Pimp, jetzt pass mal auf. Und pass genau auf. Bevor ich deine Mutter wäre, hätte ich dich schon lange in die Mülltonne geworfen. Der Blick gerade eben von Chris war göttlich. Ich kann ihn nicht sehen, aber... Okay, dann sagen wir jetzt alle... Wie lange haben wir aufgenommen, Franzi? 20 Minuten, fast 21. Okay, dann sagen wir alle... Mama sagt tschüss. Schöner Blick. Ich kann nicht gucken, ich muss das Spiel offen halten. Oh ja. Also, Mama sagt tschüss. Schreib jetzt meine Mama sagt tschüss. Mama Christiane sagt tschüss. Ich bin Gastkommentator und werd verarscht. Also. Ciao, ciao. Also. Dann sag Franzi sagt tschüss. Hab ich doch gerade. Ciao, ciao. Dann sagen wir jetzt alle gleich auf 3, 2, 1 tschüss. 3, 2, 1. Tschüss. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ciao.